Moin, Lichtsetzer. Ja, heute mal ein kleines anderes Video als das, was ihr von mir gewohnt seid. Normalerweise mache ich ja Fotobox, aber ich habe mich mal entschlossen, auch mal ein Technikvideo reinzubringen und ich würde euch ganz gerne von Insta360 etwas vorstellen, was mir unwahrscheinlich viel hilft und es geht los nach dem Intro. Ja, wie schon gesagt, am Teasern, ich möchte euch ganz gerne etwas zeigen, weil meine neueste Errungenschaft, die ich jetzt habe für meine Videovlogs, um euch ein bisschen besser mitzunehmen, ist dieses gute Stück, ne? Der geneigte Zuschauer kennt sowas wahrscheinlich schon. Das ist die Insta360 X3. Ja, und es ist ja nicht nur mit dem Kauf getan, so einer Kamera, sondern dann kommt noch ein bisschen Zubehör zu. Im Lieferumfang ist die gute Kamera dabei und es ist ein Akku dabei, der hat, ich mache mal eben auf, nach meinem Wissen 1800 mAh. Ja, soweit richtig. Das heißt, von der Laufzeit her habe ich den jetzt so circa, na, eine Stunde, 1,20 hält er gut durch, je nachdem, wie häufig man die Kamera an- oder ausmacht. Naja, und normalerweise braucht man noch einen zweiten Akku. Zweiter Akku kostet 47 Euro laut Insta, also der Originalakku. Ich bin ein Fan von Originalakkus. Ich mache nicht so gerne mit Zubehörakkus. Wenn man so über den Tag kommen möchte, bräuchte ich dann mindestens noch zwei. Also bin ich dann schon mal gute 90, 95 Euro los plus Ladegerät, also gute 100 Euro. Sicherlich als Dritthersteller gibt es da Zubehörbundles. Die finde ich aber tatsächlich nicht ganz so toll. Ja, und ich habe die Insta360 komplett nackt gekauft. Das heißt also nur die Kamera ohne irgendein Bundle oder etwas, weil man hat so viel schon im Schrank rumliegen, dass ich gesagt habe, okay, Selfie-Stick brauche ich nicht, weil ich habe ja den kleinen Selfie-Stick von der DJI Action und den Invisible-Stick. Ja, jeder Stick ist unsichtbar in dieser Stitching-Line. Also von daher habe ich gedacht, arbeite ich erstmal damit. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Der gute von DJI Action, also der DJI Action Selfie-Stick, der hat so 22 cm, also eigentlich eine gute Größe, auch mal schnell in die Hosentasche zu packen. Und für einen kurzen Vlog reicht das auch Ganze. Aber wie gesagt, ich habe damit mein Akkuproblem noch nicht gelöst. Also habe ich ein bisschen recherchiert und habe im Internet etwas gefunden, was mich natürlich sofort geflasht hat. Und zwar den sogenannten Power-Selfie-Stick von Insta. Der hat seine Vorteile, der hat aber auch Nachteile. Und da ich den selber gekauft habe und ich werde hier nicht gesponsert von Insta, 360 kann ich also da jetzt auch ganz frei meine Meinung sagen und das werde ich wie immer auch tun. Vorteil ist natürlich, was ich richtig toll finde, ist, ich zeige euch das hier vorne mal, und zwar ist das diese Rändelschraube. Ne? Also man kann die Insta hier super gut schnell raufschrauben, so ein paar Umdrehungen reinmachen und wirklich die letzte Umdrehung wirklich festzukriegen, einmal ganz kurz hier mit der Rändelschraube. Und das Ganze ist hier unter auch gummiert, so dass die Kamera sich also nicht mehr hin und her bewegt. Also ich habe das wirklich einen ganzen Tag ausprobiert, rauf und runter gezogen. Da hat sich nichts gelöst. Ja, wenn ich schon drauf habe, dazu wird im Lieferumfang noch so ein ganz kleines Kabel geliefert. Das ist ganz extrem wichtig, weil mit diesem Kabel wird die Insta360 während des Betriebs aufgeladen. Hier an der Seite sind USB-C-Anschlüsse rechts und links. Das heißt, es ist auch egal, wie rum ihr sie raufschraubt. Ihr habt auf jeden Fall auf einer Seite immer einen USB-C-Anschluss, um die ganze Kamera zu laden. Den Deckel bei der Insta360 hier in einer Seite eben halt öffnen, Kabel hier unten reinpacken. Und ihr seht das schon, das Kabel ist gar nicht so lang, macht einen schönen Bogen und verschwindet natürlich schön in der Stitching-Line, was natürlich extrem wichtig ist, weil ich möchte natürlich hier kein Kabel haben. Wenn ich es hier rumbiege, würde ich es natürlich sehen, aber so passt das eigentlich ganz gut. Wenn das Kabel so dran ist, ja, dann passt auch der sogenannte Linsenschutz drauf. Das ist jetzt nicht der originale Linsenschutz, sondern das ist etwas anderes. Aber ihr seht, passt drauf, also so, dass die Linsen geschützt sind. Die kleine Neoprentasche, die bei der Insta360 dabei ist, passt da jetzt so nicht drauf. Da müsste ich einmal das Kabel wieder rausziehen, den Klapp runter machen und dann hat diese kleine Neoprentasche aber einen riesengroßen Vorteil. Die hat nämlich an der Seite ein kleines Loch und wenn ich dieses kleine Loch auf die richtige Seite schiebe, kann ich die Klappe wieder öffnen und kann die ganze Zeit die Insta360 laden, während ich sie eigentlich auch geschützt habe. Das heißt, wenn ich sie jetzt einfach mal nur so durch die Gegend trage und schützen möchte, also auch das ist hier an der Stelle möglich. Wir machen das Ganze hier einmal wieder ab. Klappe schließen, damit sie mir nicht abbricht.
Ja, zu dem Stick selber, er fängt sofort an zu laden, sobald die Kamera angeschlossen ist. Das wird denn hier oben bei der Insta360 mit einem roten, mit der roten LED auch angezeigt. Hat mich zum Anfang irritiert, weil ich habe gedacht, oh, nimmst du schon auf? Jetzt habe ich den großen Vorteil, wir haben hier unten auch drei Knöpfe. Wir haben einmal unten im Prinzip den Aufnahmeknopf, wir haben hier den Powerknopf und wir haben hier eine LED-Statusanzeige, wie voll der Akku hier noch ist. Zu dem Akku selber, der hier drinne verbaut ist, der hat 4500 mAh. Das heißt, bei 1800 mAh Akkuleistung kann ich ihn mindestens zweimal bis zweieinhalb Mal aufladen. Das heißt also, ich habe dreieinhalb Akkuladungen auf jeden Fall hier mit unterwegs. Und das sollte für den ganzen Tag reichen. Wenn ich sage, okay, der normale Akku anderthalb Stunden, ja, dann bin ich bei 4,5 bis 5 Stunden. Also 4,5 bis 5 Stunden nimmt eigentlich keiner auf. Alles, was länger geht, sind wahrscheinlich Starlabs oder so etwas, was ich mit einer Powerbank machen würde und nicht mit diesem Powerstick. Finde ich auch ganz gut. Er ist jetzt hier fast leer. Also man kann ihn hier an der Seite dann mit jedem USB-C-Anschluss wieder aufladen. Ich kann die Kamera halt anmachen. Ich zeige euch das auch einmal ganz kurz. Dauert einen Moment. Der typische Piepton. So, und da ist die Kamera auch schon. Und dann, je nach Modus, was ich denn habe, kann ich hier einmal kurz draufdrücken. Dann löse ich aus. Drücke ich ein bisschen länger drauf auf den Knopf, dann wechsle ich sogar den Modus. Das heißt also, ich kann hier auch durchschalten zu verschiedenen Modi. Das heißt, zwischen Foto, Video durchschalten. Hat natürlich den Nachteil, wenn das Ganze ausgezogen ist. Der ganze Stick ist insgesamt 1 Meter lang, also 100 Zentimeter. Im eingefahrenen Zustand ist er 33 Zentimeter lang. Dann sehe ich natürlich nicht, was dabei passiert, wenn ich hier unten aus Versehen drücke. Das ist mir unterwegs passiert. Ich wollte ein Video aufnehmen, habe aus Versehen ein bisschen zu lange gedrückt, bin in den Fotomodus gekommen, deswegen bin ich überhaupt auf die Funktion gekommen und habe ein Foto gemacht. Gut, lieber ein Foto als gar kein Material, war dann auch in Ordnung. Aber es ist sehr angenehm, wenn man das Ganze natürlich schön auszieht und dann hier in der Länge einmal kurz drauf drückt. Und er fängt auch so an, sofort an zu piepen. Und wenn man die Insta360 auf den Vibrationsmodus eingeschaltet hat, dann merkt man das Ganze hier unten auch. Ja, das sind also schon mal auf jeden Fall die Vorteile dieses Insta360 Power Sticks. Ich mache die ganze Kamera mal eben ganz kurz wieder aus, beziehungsweise lege die mal zur Seite. Ich war dann noch in der Verlegenheit, als ich unterwegs war, dass ich die Insta360 gar nicht genutzt habe, sondern ich wollte meine Action nutzen und habe festgestellt, Akku ist leer, die Ersatzakkus lagen im Camper, also was mache ich? Habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Ja, Adapter eben halt drauf, weil im Lieferumfang dieses Insta360 ist natürlich auch die typische GoPro-Halterung. Habe den Magnetanschluss der Action da noch eben rangeschraubt und ich konnte wenigstens die Action mit dem Stick wieder laden, weil den hatte ich zufällig dabei. Also von daher auch, und das Ganze geht natürlich auch mit der Pocket 2, die mich jetzt hier gerade filmt. Da könnte ich das Ganze natürlich auch einmal eben kurz machen und sagen, okay, ich lade aber auf jeden Fall die Kamera nochmal nach. Also so habe ich auf jeden Fall eine schmale, relativ leichte Powerbank dabei. Das Ganze wiegt gar nicht so viel, trägt auf jeden Fall gute, die Insta, die Action und auch die Pocket. Also von daher, da vibriert auch nichts und er ist auch tatsächlich die ganze Zeit nicht zu sehen. Nachteil an diesem Stick ist, ich habe insgesamt drei Nachteile jetzt ausgemacht. Diese Nachteile sind, der erste ist eben halt, dieser Stick ist nicht wasserfest. Gut, ist logisch. Wir haben hier einen offenen USB-C-Anschluss, hier oben zwei. Ich gehe mal davon aus, dass hier in der Auszugsschiene auch keine O-Ringe oder so etwas verbaut sind. Also von daher, in der Natur der Sache, okay, er ist nicht wasserdicht. Insta360 schreibt das auch ganz klar auf ihrer Internetseite. Nicht mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen. Also sie haben das gleich ausgeweitet, nicht nur auf Wasser, sondern auf alle Flüssigkeiten. Mir ist es aber tatsächlich passiert. Es hat ein bisschen geregnet. Es war nicht schlimm. Es ist nichts passiert. Er ist immer noch da. Ich hatte sicherheitshalber die Insta aber ausgemacht und habe die Verbindung gekappt, aber er funktioniert also immer noch. Dann ist mir eine zweite Sache passiert. Er ist mir aus Versehen in Sand gefallen. Ja, blöde Sache, ne? Bei Sand. Ja, mit Druckluft kriegst du nicht alles weg, also musst du mit Wasser abspülen. Habe ich also vorsichtig den so rumgehalten und schön mit Wasser abgespült, damit der Sand auch rauskommt. Zwei, drei Körner sind da anscheinend noch drin. Die höre ich immer noch beim Rein- und Rausziehen, aber das ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber auch das hat er bis jetzt überlebt. Also von daher ist das jetzt nicht der ganz große Nachteil, ist aber ein Nachteil. Sollte man wissen. Also mit ins Wasser springen ist nicht. Da bräuchtet ihr definitiv kleinere andere Sticks, um das Ganze zu machen. Zweiter Nachteil, und den finde ich schon ein bisschen schlimmer. Und eigentlich habe ich
in den Beschreibungen gedacht, ich könnte hier unten ein Stativ ranschrauben. So, und wie ihr seht, hier unten ist gar kein Stativgewinde. Ich weiß, in der ersten Generation dieser Powersticks war da ein Stativgewinde drin. Ich habe das bei YouTube auf dem englischen Kanal gesehen, habe mich eigentlich schon gefreut, habe gesagt, wunderbar, Stativgewinde drin, kannst ein Stativ haben. Ist jetzt nicht da. Gut, es ist ein Selfie-Stick, aber ab und zu würde ich den auch gerne raufschrauben, gerade wenn ich vielleicht irgendwas länger mache. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen, wirklich. Also, liebes Insta360-Team, da solltet ihr definitiv nochmal nacharbeiten. Und die zweite Sache, die dadurch natürlich passiert, jeder Selfie-Stick, den ich sonst habe, hat hier im Prinzip so ein Lashloch, nenne ich das mal, ne, aus dem Surferbereich, um irgendetwas zu befestigen, um Handgriffe zu befestigen, weil wenn man durch Menschenmassen durchgeht, dann habe ich lieber einen Handgurt drum, erstmal wegen Diebstahl, zweitens mich rempelt jemand an, das Ganze fällt mir runter. Und diese Möglichkeit habe ich hier unten auch nicht. Auch da ist noch nicht mal eine Öse für angebaut, damit ich irgendwie eine Handschlaufe daran bauen kann. Liebes Insta360-Team. Ganz ehrlich, der Stick kostet 85 Euro, die Kamera kostet 539 Euro, also knappe 600 Euro, die ich da durch die Gegend trage. Wenn mich jemand anrempelt, habe ich keine Sicherungschance. Und das ist etwas, was mich massiv stört. Jetzt ist aber die Frage, schicke ich ihn deswegen zurück oder behalte ich ihn? Ich habe mich entschieden, ich behalte den und auch ich erzähle auch warum. Und zwar habe ich inzwischen festgestellt, wenn man diese Gummierung hier und ein bisschen zurückzieht, da sind zwei Schrauben. Die habe ich schon mal vorsichtig geöffnet. Da würde man an den Akku rankommen. Das heißt, man kann den Akku nicht wechseln. Ich gehe davon aus, man könnte den Akku wechseln. Aber ich habe mir den Deckel schon mal vorsichtig runtergenommen. Das ist ein bisschen tricky, war leicht angeklebt, aber ging ab. Und ich werde mir hier dazu wirklich zwei Löcher durchbohren, damit ich eben halt so eine Halteschlaufe daran bauen kann. Also wenn der Hersteller das nicht kann, dann mache ich es eben halt selber, weil die Vorteile dieses Sticks einfach für mich mehr überwiegen. Ich möchte nicht noch mit zusätzlich noch mehr Akkus durch die Gegend laufen. Ich habe die große Spiegelreflexkamera dabei, da sind Akkus dabei. Ich habe die Action dabei, da sind Akkus dabei. Ein fest verbauter Akku hat mich schon immer gestört, wie bei der Pocket 2. Und ich bin ganz froh, dass ich irgendwie jetzt hier eine Möglichkeit habe, wenigstens ein bisschen nachzuladen, meine paar Geräte, die ich unterwegs dabei habe. Überwiegend natürlich für die Insta360, aber eben halt auch für die anderen Geräte. Und deswegen bleibt auch hier und deswegen empfehle ich ihn auch. Mit den anderen Nachteilen kann ich leben oder ich werde mir da eben halt etwas basteln. Ja, ich hoffe, das Ganze war für euch informativ. Hilft euch vielleicht, das ganze Ding zu kaufen oder auch nicht. Schreibt es gerne mal in den Kommentaren, ob ihr die Vor- und Nachteile genauso seht wie ich oder vielleicht auch eine Lösung habt, wie man das anders machen kann, bevor ich hier jetzt ein Loch reinbohre. Vielleicht gibt es ja irgendeine Schelle, die man hier unten rumschrauben kann, die ich noch nicht gefunden habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Feedback von euch freue ich mich gerne. Ich freue mich auch gerne über einen Daumen hoch. Ne? Abonnieren freue ich mich auch drüber. Ja, und falls ihr noch weitere Informationen zu dem Insta360 Stick haben wollt, ich verlinke ihn euch unten hier noch in den Shownotes. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und seid gespannt, weil die Insta360 begeistert mich sehr. Da wird es demnächst noch ein bisschen mehr von mir hier an Material auch geben und noch ein bisschen mehr Erklärung zu der Kamera. Aber erstmal möchte ich richtig fit werden. Tschüss, bis dann. Gruß, euer Thorsten von Lichtsitzer Fotografie.